Hallo und herzlich willkommen bei Widerlader TV. Vor vielen Jahren habe ich euch mal gezeigt, wie ich mein Hülsenfett für die Hülsenkalibrierung selber mache. Das ist ein Sprühfett auf Basis von Lanolin und Isopropanolalkohol. Dieses nutze ich eigentlich am meisten, aber es gibt auch Anwendungen, wo es ein bisschen weniger sein kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt kleinere Mengen an Hülsen nur kalibrieren möchte oder wenn ich etwas umformen möchte. Und aufgrund dessen bin ich dann hingegangen und habe mich an die Entwicklung von einem Kalibrierwachs gemacht. Das waren viele Wochen, naja, viele Monate an Arbeit. Und hier vor euch seht ihr jetzt das hoffentlich fertige Produkt. Das sind kleine Probierdöschen hier mit dem rotbraunen Kalibrierwachs. Und ich möchte euch in dem folgenden Video jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Zunächst einmal nehmen wir die Ausgangsbasis. Wir haben hier Hülsen im Kaliber 3006 und ich zeige euch jetzt erstmal, dass diese nicht kalibriert sind. Dafür nehme ich meine Prüflehre, lasse die Hülse kurz reingleiten und ich denke, damit kann jeder sehen, die Hülsen hier sind ja wirklich aus meiner Waffe unkalibriert und damit können wir jetzt anfangen zu testen. Ihr seht, dass diese Dosen hier mit den Kalibrierwachs noch relativ klein sind. Man kriegt gerade so die Fingerspitze rein. Das ist dem geschuldet, dass es einfach nur Probedosen sind. Die für später für die Produktion dann werden deutlich größer und da kriegt er auch mehr vom Finger rein. Aber viel braucht man auch nicht. Eine ordentliche Fingerspitze reicht aus, um je nach Kaliber zwischen 3 und 5 Hülsen zu fetten. Das mache ich jetzt mal hier und werde euch jetzt mal zeigen, wie leicht es geht, die Hülsen im Kaliber 3006 zu kalibrieren. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Diese Probedosen hier verteile ich an meine Patreon-Unterstützer aus Deutschland, die an dem Test teilnehmen wollen. Das Ganze ist zeitlich begrenzt. Ich erwarte dafür dann natürlich dann auch ein Feedback und muss dann überlegen, ändere ich nochmal die Rezeptur, muss ich nochmal was verbessern oder ist es wirklich so auch für die anderen so gut, wie ich es persönlich empfinde. Und danach gehe ich dann in die kleine Produktion, werde größere Dosen abfüllen und werde die später dann auch mal über meine Webseite zum Verkauf anbieten. Okay, ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir bitte einen Daumen hoch dafür. Abo bitte nicht vergessen und ja, hinterlasst mal einen Kommentar, was ihr von solch einem Kalibrierwachs haltet. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich dann bis demnächst bei Widerlader TV.